Shorts sind der YouTube-Trend für 2023. Daher erkläre ich dir in diesem Video alles, was du wissen musst, um erfolgreiche Shorts zu erstellen. Zuerst ist da die Shorts-Monetarisierung. Ab heute, dem 1. Februar, kann man offiziell Geld mit Shorts verdienen. Vorher war das nur mit dem Shorts-Fund oder über Umwege möglich, doch ab sofort laufen auch bei den Shorts immer wieder Werbungen dazwischen, an denen wir dann mit Umsätzen beteiligt werden, so wie wir es von den langen Videos schon immer kennen. Besonders ist dabei, dass bei der Shorts-Monetarisierung alle Einnahmen, die Google hat, gesammelt werden und dann am Monatsende fair, also sortiert nach Klicks, an alle Creator verteilt werden. Der CPM ist damit für alle Kanäle gleich und vereinfacht gesagt, je mehr Klicks wir machen, desto mehr Geld bekommen wir auch. Mit wie viel Geld wir pro 1000 Aufrufe rechnen können, das kann ich noch nicht sagen, würde mich aber schwer wundern, wenn es im Bereich von einem Euro liegen würde, vermutlich eher darunter. Wie genau das mit der Shorts-Monetarisierung abläuft, habe ich aber in einem anderen Video schon mal genauer erklärt, ist oben in der Infokarte verlinkt. Aber nicht nur aus finanziellen Gründen sind Shorts der Geheimtipp für 2023. Auch für Wachstum sind Shorts unfassbar gut geeignet, da sie in der Regel viel schneller neue Leute erreichen. Wichtig ist dabei Folgendes: Grundlegend darf ein Short erstmal nicht länger als 60 Sekunden sein und dazu muss es im Hochformat am besten in 9:16 erstellt werden. Den Hashtag Shorts braucht es mittlerweile aber nicht mehr. Der wichtigste Wert bei Shorts ist die Zuschauerbindung, die uns zeigt, wie lange ein Nutzer unser Video angesehen hat. Und dafür gibt es einige wichtige Tipps. Am allerwichtigsten ist der sogenannte Hook. Innerhalb der ersten 3 bis 5 Sekunden entscheiden die meisten Nutzer, ob sie einen Short sehen wollen oder nicht. Wir müssen also bereits hier ihre volle Aufmerksamkeit bekommen. Generell gibt es dafür zwei Möglichkeiten. Entweder wir versprechen dem Zuschauer ganz genau, was im Video bekommen wird, um so seine Interessen anzusprechen, oder wir eröffnen eine Story. Die erste Möglichkeit sieht bei Erklärvideos dabei häufig so aus. Ich verrate dir, wie du nie wieder Abonnenten verlieren wirst. Auch beliebt ist es bei Shorts, den Schmerzpunkt anzusprechen. Zum Beispiel so: Du verlierst mehr Abonnenten, als du gewinnst. Ich sag dir wieso. Bei Unterhaltung kann eine Einleitung so aussehen: Das hier ist das heftigste Zitat, was ich jemals gehört habe. Oder was ich auch sehr empfehlen kann, ist eine Frage: Ist das hier der größte Bug in GTA 5? Und nach diesen kleinen Einleitungen sollte sofort der Hauptteil beginnen. Bei einer Story ist es wichtig, sofort das Ziel des Videos zu erklären. YouTuber wie Eric oder Ryan Trahan sind darin richtige Meister. This is called an auto walk and they scare me. So every chance I get, I race strangers that ride these to prove that I don't need it. In Ryans erfolgreichsten Short erfahren wir innerhalb von knapp 5 Sekunden, wer die Hauptperson ist, nämlich Ryan, was das Hindernis ist, seine Angst vor diesem Auto-Walk-Ding da und was sein Ziel ist, zu Fuß neben diesen Dingern herlaufen und schneller zu sein als die Person da drauf. Wenn so eine Struktur gut umgesetzt wird, dann ist der Zuschauer investiert in den Content, möchte die Auflösung erfahren und bleibt dann auch bis zum Ende dran. Wichtig bei Shorts ist vor allem, dass dieser Hook auch visuell stattfindet. Reden wir über ein Spiel, dann zeigt auch das Spiel. Oder wie in Ryans Fall, da wird ja auch die Erklärung, dass er schneller als die Menschen auf dem Band laufen will, komplett visuell unterstützt. Ebenso sehr hilfreich sind Untertitel, die ich euch bei Shorts sowieso immer empfehle. Wirklich, wird in eurem Video geredet, dann nutzt Untertitel. Damit meine ich übrigens nicht die YouTube-Funktion, sondern die Untertitel, die ihr in euer Video rein editiert. Auf meinem Kanal performen jedenfalls die Videos ohne Untertitel mit Abstand am schlechtesten und auch generell ist es so, dass auf YouTube viele Menschen die Shorts komplett auf stumm schauen und da ist es wichtig, Untertitel zu haben, damit die Nutzer nicht abschalten. Ein weiterer wichtiger Tipp für die Shorts ist eine hohe Dynamik. YouTuber wie Tordi, den ich ja auch schon interviewen durfte, versuchen fast sekündlich Abwechslung in das Video zu bringen, entweder durch Schnitte, Einblendungen, Soundeffekte oder eben Untertitel. Leider ist die Aufmerksamkeitsspanne von Short-Zuschauern echt nicht hoch, daher darf das Video zu keiner Sekunde langweilig werden. Wie das in der Praxis aussehen kann, könnt ihr euch in meinem verlinkten Video über Tordi genauer ansehen. Bevor wir jetzt zum wichtigsten Tipp für die Shorts kommen, möchte ich euch noch eine ganz neue Studie von TubeFilter zeigen, die einige der wichtigsten Fragen rund um die Shorts endlich beantwortet. Erstmal sollten Shorts immer mindestens 10 Sekunden lang sein. Zwar können Shorts wirklich in jeder Länge erfolgreich werden, aber wie die Daten zeigen, performen kürzere Shorts in der Regel etwas schlechter. Insgesamt erkennt man auch, dass längere Shorts ein wenig besser funktionieren, aber der Unterschied ist recht gering. Meine persönliche Erfahrung mit meinen Kunden ist, dass aktuell Shorts so rund um die 30 Sekunden Marke meist am besten funktionieren. Außerdem werde ich häufig gefragt, wie viele Shorts man denn an einem Tag hochladen sollte und auch hier bietet die Studie eine klare Antwort. Je weniger Shorts wir an einem Tag hochladen, desto besser ist die individuelle Performance. Hier müssen wir uns also entscheiden, wollen wir den Weg mit der Quantität
oder den Weg mit der Qualität gehen. Denn bei mehr Shorts bekommen wir zwar meistens weniger Klick pro Short, wenn man aber alle Zahlen addiert, ist es dann doch wieder in der Masse mehr, wie man in dieser Grafik hier auch ganz gut sehen kann. Was wir aus der Studie lernen, ist also, dass wir mehr Shorts hochladen können, aber nicht müssen. Beide Ansätze bieten Erfolgschancen. Es hängt natürlich auch immer so ein bisschen davon ab, wie aufwendig unsere Shorts sind, wie viel Zeit wir haben und wie aktiv unsere Zielgruppe ist. Bei mehr als 5 Shorts am Tag ist die Studie übrigens ungenau, die Werte müssten wir also mit Vorsicht genießen. Daher sind 25 Shorts am Tag jetzt auch nicht unbedingt empfehlenswert, auch wenn es statistisch gesehen in dieser Studie am erfolgsversprechendsten wäre. Was die perfekte Uhrzeit zum Hochladen von Shorts angeht, da hat Nico von Morningfam ein paar Daten gesammelt und ist auch zu einem sehr spannenden Ergebnis gekommen. Das ist nämlich vollkommen egal. Also sowohl der Tag als auch die Uhrzeit hat keinen Einfluss auf die Performance von Shorts. Die Tube-Filter-Studie zeigt übrigens auch noch, was viele von euch bestimmt bereits vermuten. Shorts funktionieren nicht überall gleich gut. Genres wie Comedy erzielen deutlich mehr Erfolge als zum Beispiel News oder Bildungscontent. Und das hängt wiederum mit dem wichtigsten Tipp für die Shorts zusammen, den ich jetzt noch für euch habe. Versteht die Nutzerabsicht. Shorts unterscheiden sich ja vor allem in einer Sache von allen anderen Inhalten auf YouTube und das ist, dass der Nutzer diese Inhalte nicht bewusst auswählt, sondern sie beim Scrollen einfach vorgesetzt bekommt. Außerdem werden Kurzvideos generell auf allen Plattformen eher zum Abschalten konsumiert, also in einem Zustand, wo der Kopf sozusagen aus ist. Zynisch ausgedrückt hängt der typische Short-Zuschauer mit ausgeschaltetem Gehirn einfach nur vor seinem Smartphone und will berieselt werden. Genau das müssen wir beachten. Daher brauchen wir einen starken Hook, daher muss das Video dynamisch sein und daher müssen wir auch bei der Themenwahl vorsichtig sein. Wer Bildungskontent macht, der sollte zum Beispiel eher sogenanntes Edutainment verwenden. Das heißt, der Content darf ruhig informierend und auch mal kompliziert sein, muss aber leicht rübergebracht werden. Und ganz wichtig, es muss unterhaltend gestaltet werden, denn genau das wollen die Nutzer. Seht euch jetzt aber bitte nicht gezwungen, Shorts zu benutzen. Die funktionieren zwar aktuell sehr gut, vor allem wenn es darum geht, neue Zuschauer anzuziehen, aber sie werden lange Videos nicht ersetzen. Sie sind nur ein weiteres Werkzeug, was wir auf dem Weg zu unseren YouTube-Zielen benutzen können und aktuell ist es eben ein sehr gutes Werkzeug. Ich persönlich lade ja zum Beispiel aber auch nur einen Short die Woche hoch und es ist auch vollkommen verständlich, wenn man sich dagegen entscheidet. Berichtet mir aber gerne mal von euren Erfahrungen mit den Shorts in den Kommentaren. Wie gut Shorts funktionieren können, sieht man aber auch an einem meiner Kunden, der seit gut 4 Wochen eine aggressive Shorts-Strategie benutzt und in diesem Zeitraum über 400.000 Klicks und über 1.100 Abonnenten aufgebaut hat. Neben den Shorts gibt es aber noch 3 weitere Dinge, mit denen jeder YouTuber im Jahr 2023 unbedingt anfangen sollte. Was genau diese 3 Dinge sind, das habe ich in diesem Video hier erklärt. Schaut das als nächstes an. Viel Erfolg damit, haut rein Leute und ciao.